Moin Freunde, ein herzliches Willkommen zum ersten Spieltag der OPL, beziehungsweise für mich der erste Spieltag, für euch ist das der Rückrundenspieltag, also Spieltag 14. Wir müssen heute gegen den lieben Drake ran. Er hat einen sehr starken Core dabei, muss ich sagen an dieser Stelle. Und ich habe auch ein gutes, annehmbares Team mitgenommen. Ja, ich habe ja schon ein Teambuilding-Video gemacht. Ich bin eigentlich von dem Team sehr überzeugt, muss ich sagen, an dieser Stelle. Ich bin aber ganz ehrlich, ich habe drei Mons, habe ich noch nie so wirklich gespielt. Deswegen kann ich auch nicht genau sagen, ob das jetzt der Fall ist, ob das geil ist, ob das gut ist, ob das echt sich lohnt, weiß ich nicht. Drei Mons kenne ich, drei Mons kenne ich nicht. Ich wollte aber unbedingt Vermicula mitnehmen. Und ich wollte auch gerne Akustella mitnehmen, was sich auch eigentlich ganz gut im Team macht. Und Glurak Y spiele ich so oft in der Regel eigentlich nicht, um ehrlich zu sein, weil ich es, wenn dann eher im Doppelmeter spiele, das heißt VGC oder was auch immer, oder ein Wi-Fi-Battles Doppelkampf, da spiele ich das sehr, sehr, sehr gerne. Aber so einzeln in der Regel eigentlich, eigentlich nicht. Ja. Wir kommen heute zum Rückrundenspieltag. Erstmal frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ab jetzt kommen auch wieder täglich Videos, ja. Pro Tag kommen mindestens eins, ja, wenn nicht sogar zwei Videos, außer am Wochenende. Wir werden super viel streamen. Ich möchte auch nochmal groß ankündigen, wir werden am Wochenende ein riesen Smash-Turnier veranstalten. Sonntag geht es los, 16 Uhr ist Anmeldung, live auf Twitch. Deswegen schaut nochmal in der Videobeschreibung oder auch bei mir vorbei. So, ich würde sagen, wir starten ganz mal. Ich habe hier mit Akustella geleadet. Der liebe Drake leadet hier mit Rabigato, was ein sehr, sehr guter Lead war. Ich wollte mit Akustella leaden, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich mit Akustella leade, kann ich eigentlich relativ sicher meine Giftspitzen rausbringen, weil ein Erdbeben tanke ich, ja. Und da war ich mir sehr sicher, dass ich das auch tanke. Und ich konnte erstmal gucken, was er für ein Rabigato spielt. Spielt er Bandage, spielt er Scarf, spielt er, ne, und ich habe mir auch schon ein bisschen gedacht, dass er mit Rabigato leadet. Ich habe auch vielleicht gedacht, vielleicht leadet er mit Zapdos, ja, wegen Voltwechsel und so. Aber ich habe gedacht, vielleicht hat er auch Panik, weil ich dann mit Lipomentas leade und dann sehe ich, was man eine Tarnstelle rauskriegen kann. Und das war dann so ein bisschen das Problem. Also dachte ich, eigentlich ist hier wirklich Akustella der beste Lead, wegen den Giftspitzen. Ich kann auf alles antworten, ich kann auf Victini ein bisschen antworten, außer natürlich, wenn es jetzt mit Tankkopfschuss kommt. Ich kann auf Turtok einigermaßen antworten, ich kann auf Elfhund antworten, wenn das irgendwie supporten soll, irgendwas machen soll. Deswegen fand ich Akustella als guten Lead da. Ich hätte auch irgendwie mit Glurak leaden können. Aber ich hatte einfach viel zu viel Panik, dass er wirklich direkt mit Rabigator leadet. Und auch direkt dann irgendwie Scarf ist und mich mit Steinhagel, Steinkante rausnimmt. Und deswegen wollte ich es nicht machen. Deswegen würde ich mal sagen, wir gucken uns das Ganze mal an. Er hat noch Victini dabei, was ich auch gar nicht so schlecht finde. Wo ich ein bisschen Panik habe, ist vom V-Generator Victini. Ich habe eigentlich so gekackt, dass ich mit meinem Lipomentas mindestens einen tanke. Wenn ich mich nicht verkackt habe, aber das werden wir uns später nochmal genau angucken, Guys, was da Sache ist. Glurak haben wir auch doch dabei, also ich kann auch damit einen V-Generator tragen. Problem ist nur, wenn die Sonne draußen ist, tut das Ding extremst weh, auch wenn die Sonne, auch wenn ich Feuertyp bin. Ich habe dann noch Schlurbleck hat er noch dabei, dagegen habe ich auch noch ein bisschen was, da kann ich auch ungefähr handeln. Riki macht da gute Arbeit gegen. Vermicula mit Kraftgloss, sehr gute Arbeit auf jeden Fall. Turtok ist dabei, brauche ich nicht zu sagen, war eigentlich relativ sicher, dass er das mitnimmt. Ich denke mal Turbodreher, Megawumme etc. kennt man das Set. Elfhund dabei, Supporter, Abfuckmon überhaupt. Da habe ich gar keinen Bock drauf, hoffentlich kriege ich das schnell raus und Zapdos. Ich würde sagen, wir starten das ganze Ding mal. Ich habe mir mit Akustella geleadet, er leadet hier mit Rabigator. Ist ein sehr guter Lead, ja. Er kann damit mega viel Druck gegen mich aufbauen. Das Problem ist, ich habe einfach nichts Richtiges, was ich safe rein switchen kann in ein Rabigator. Weil erstens Erdbeben tut weh, zweitens Abschlag tut weh. Drittens, Steinkante tut weh. Das heißt, alle Bonds, die ich irgendwie reinwechseln, kriegen irgendwas ab. Und deswegen musste ich mal gucken, was Akustella erstmal hier hat. Oder was Akustella an Damage bekommt. Deswegen bin ich drin geblieben. Bin natürlich direkt auf ein Siedewasser gegangen, weil ich gedacht habe, okay, hey, vielleicht, ja, vielleicht kriegst du den Burn. Das war natürlich richtig Schnitzel.
Aber Guys, ich bekomme ihn leider nicht. Sehr, sehr schade. Laut dem Damage, was ich jetzt gesehen habe, war für mich eigentlich relativ sicher, dass er kein Vile Bandit ist, weil sonst hätte er mich safe rausgenommen. Ich konnte jetzt rauswechseln, wollte jetzt gucken, ob er Scarf ist. Deswegen bin ich jetzt erstmal in Lippomentas gegangen, weil ich dachte, okay, Lippomentas ist der beste Switch, weil so kann ich auch noch die Steinkante predikten. Hat auch super funktioniert. Fand ich mega gut, dass der Play geklappt hat, weil ein Abschlag wäre echt, echt bitter gewesen. Jetzt dachte ich mir, okay, er wird jetzt wahrscheinlich auf den Abschlag drücken wollen und ich kann dann auch scouten, ob er Verfolgung hat. Bin direkt in Glurak gegangen, weil Glurak der beste Play in dem Moment war und dachte mir so, ja, nice, sehr gute Plays, 3 Turns weg oder 5 Turns im Prinzip, aber dafür sehr gute Plays und ich habe gedacht, super, jetzt kannst du die Mega-Entwicklung drücken und jetzt war es für mich so, in der Sonne reicht ein Flammenwurf auf dieser Range safe aus, wirklich safe reicht das aus, ja, und auch wenn er ein bisschen Investment hat, reicht das mega safe aus. Das Problem ist aber gewesen, oder ich hätte auch auf Solarbeam gehen können, das Problem war aber an dieser Sache, ich wusste nicht, dass er Soulfest ist, das heißt, er spielt Offensivfeste und dadurch tankt er diesen Hit. Ja, ansonsten hätte er diesen Hit nicht getankt und das war für mich jetzt ein Riesenproblem, weil ich habe Glurak verloren, was mir extremst, oder es war für mich extremst wichtig, dass ich Glurak behalte und ich fand das nur in dem Moment richtig kacke, weil ich hätte besser auf Solarstrahl gehen können. Das wäre der bessere Play gewesen, definitiv. Damit hätte ich es rausnehmen können und wäre sicher gewesen. Aber nein, habe ich nicht gemacht, weil ich gedacht habe, okay, Flammenwurf ist der beste, auch noch ein guter Play, wenn er halt in Victini oder so geht. Mit in der Sonne tut das Ding auch noch ein bisschen weh. Step, Sonne, Boost, macht guten Damage, ja. War halt ein dummer Play. Wäre ich sicher gewesen, hätte der Solarstrahl, ich glaube, laut den Kalks, die ich gemacht habe, mit Erzolt West und den Investment, den er gespielt hätte, hätte Solarstrahl fast ausgereicht. Aber nur fast. Also, das wäre eine Wall gewesen, Min oder Max Wall. Und ja, so haben wir Glurak direkt verloren. Ja, wir sind jetzt im Moment so weit, dass wir wieder unser Akustella reingebracht haben. Ich habe einmal die Giftspitzen gebracht. Er geht hier hinter den Delegator. Ich habe da so ein bisschen mit gerechnet, dass er vielleicht ein Delegator-Set spielt und auch jetzt mit Schwertanz und sowas kommen möchte. Habe ich ein bisschen mit gerechnet. Dann natürlich auch mit Rückkehr und ähnliches. War mir aber natürlich nicht ganz sicher, ob er das Set spielen würde. Ich war froh, dass ich zumindest meine 2 Lagen draußen bekommen habe. Weil das war für mich extrem wichtig, 2 Lagen Giftspitzen rauszukriegen. Ich fand das sehr gut. Habe gedacht, nice, geil. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich diesen Zap kaputt kriege. Das war für mich absolute Priorität. Ich habe echt gedacht, ich muss diesen Zap kaputt kriegen, ja. Das Problem an dieser Stelle ist auch, die Sonne war noch draußen und dadurch hat mein Dings noch weniger Damage gemacht. Er konnte jetzt nicht auf plus 4 boosten, was richtig problematisch für mich ist. So ein kleines Schlöckermäulchen. Ja, ist auf plus 4 und ich denke mir so, holy shit, das könnte echt knapp werden. Aber der Zap bricht, was ja auch sehr gut ist. Problem an dieser ganzen Sache ist, er ist bei plus 4. Wenn er jetzt ein Erdbeben hat, tut das extrem weh auf euren Akrosteller. Und er hat aber die Blattgeise, Gott sei Dank. Also, ich denke mal, Blattgeise hat er wegen irgendwas anderes, glaube ich, noch mitgenommen, wegen Lippomentas oder so, damit er da was gegen hat. Ich bin froh, dass er mich nicht rausnehmen kann. Kann ich jetzt auf den Siederwasser gehen, breche damit Gott sei Dank den Zap. War sehr froh darüber und habe dann überlegt, okay, was wird er machen? Er wird wahrscheinlich predicten, dass wir rauswechseln werden und geht wieder auf den Delegator. Ich habe gedacht, aber nein, ich muss drin bleiben, ich muss safe weiter auf diesen Delegator einprügeln, wie verrückt. Und bin wieder auf den Siedewasser gegangen. Ich hätte auch, um einen guten Play machen zu können, hätte ich wahrscheinlich auch in Kaporiki switchen können jetzt. Hätte die Kehrtwende gedrückt, der Sub wäre kaputt gewesen, wäre dann wieder in Akustella gegangen, aber dann hätte ich halt Akustella weg gehabt. Ja, also so oder so wäre es egal gewesen. Jetzt ist es natürlich so, dass ich jetzt 2 Mons andamage, was halt nicht so geil ist, weil jetzt muss ich in Kaporiki gehen in dem Moment. Ich muss jetzt wieder die Kehrtwende drücken und jetzt wieder einen Mon reinbringen, was wieder Damage kriegt. Und das war halt nicht so geil. Aber ich habe ja noch ein Fimikula, was relativ gute Defensivwerte hat. Und fand das halt auch sehr, sehr geil, weil jetzt hört der Delegator auf zu wirken. Ich weiß, dass er halt wahrscheinlich auf Erdbeben gehen wird oder auf eine Rückkehr, um mich rauszunehmen. Wahrscheinlich, wenn er Rückkehr hat. Ja, vielleicht auch Risikotackle. Er hat aber den Gyro-Ball dabei, was sehr geil war in dem Moment. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass er das spielt. Für mich war das natürlich extrem positiv. Ich konnte meinen Fermicula reinbringen, konnte damit einen Kill abstauen mit Fermicula, habe meinen ersten Kill gemacht. Mega geil, also wie gesagt, das Mon das erste Mal dabei, macht gleich einen Kill, finde ich geil, I like it. Aber an sich hier an dieser Stelle war für mich auch die Sache, Problem ist,
was soll ich machen mit Femicula? Ich habe jetzt einen Drop drinne, habe einen Angriffsdrop drinne. Ich weiß, dass er jetzt halt in dieses tolle Elfen geht und ich habe überlegt, okay, wenn er jetzt vielleicht irgendwie Blattgeise oder irgendwas anderes macht, irgendwie Blödsinn oder eine Attacke used, ja, kann ich das Ding rausnehmen, weil ein Eisenschädel reicht aus, aber er geht auf Rückenwind, was für mich jetzt wieder ein bisschen problematisch war, weil jetzt hatte ich das Problem, dass Rabigator safe schneller ist als mein Scarf Gardevoir, als mein Kaburiki, als alles. Und das war für mich richtig problematisch. Victini kommt rein, was sehr vergiftet wird, oder was vergiftet, was sehr nice ist. Er geht auf die Nitro-Ladung. Ich habe eigentlich, so wie ich gekalkt hatte, hatte ich eigentlich gedacht, dass ich das Ding überlebe. Habe mich aber da irgendwie, ich weiß nicht wie, aber ich habe mich da irgendwie verkalkt. Ich weiß nicht wie so, aber keine Ahnung. Ich habe gedacht, dass ich das irgendwie überlebe mit 108 oder so, was ich habe, oder 120 als Verteidigungswertung. Dachte mir, okay, nice, kann man machen. Bin in Lippomentas gegangen und jetzt war es so, ich hatte Lippomentas extra eigentlich so investiert, dass ich einen Hit tanke. Ja, hab gedacht, ja gut, du tankst einen Hit, V-Generator, müsstest überleben. Problem an dieser ganzen Sache ist aber, ich habe eigentlich vergessen zu rechnen, dass, wenn wir, das sehen wir jetzt gleich nochmal, wenn ich jetzt mich nicht verguckt habe, Live-Op spielt. Ich habe in meiner Kalkulation einfach total den Live-Op vergessen. Deswegen habe ich den Hit nicht überlebt und musste jetzt mein Gardevoir reinbringen. Was sie jetzt auch an dieser Stelle sich von Victini zumindest Triumphschirm holt. Und ich war Scarf. Problem auch hier an dieser Stelle ist, er ist immer noch schneller, weil der Rückenwind draußen ist. Es ist einfach extremst traurig. Ich bin zwar Scarf, Gardevoir, ja, kann aber kein Victini outspeeden, was halt noch einen Rückenwind draußen hat, weil Victini hat definitiv eine höhere Base-Ended, ich habe eine langsame Base-Ended und kriege hier wieder Damage, muss jetzt in mein Kaburiki gehen, was mein letztes Mon eigentlich ist, und jetzt liegt sich auch der Rückenwind, das heißt, ich habe jetzt noch ein bisschen drumherum gespielt, was mir sehr viel Zeit gebracht hat. Mit Kaburiki kann ich eigentlich so gut wie alles noch rausnehmen, ja. Ich kann Turtok damit treffen, ich kann alles treffen, ich kriege alles kaputt, ich bin schneller als Rabigator, ich kriege alles kaputt. So, das heißt, wir können das Match auf jeden Fall noch gewinnen mit Kaburiki im Late Game jetzt. Ja, alles wird vergiftet, bis auf Zapdos. Deswegen wäre das für mich an dieser Stelle sehr, sehr geil eigentlich, ja. Rabigator kommt hier rein, das Problem ist aber, Rabigator gibt mir hier einen Bedroher ab. Das heißt, ich bin bei minus 1. Das wird für mich auch wieder ein bisschen problematisch, weil jetzt hatte ich das Problem, dass ich minus 1 bin und der Stromstoß safe nicht mehr ausreicht, um Turtok One-Shot rauszunehmen. Das heißt für mich, mit dem Recoil-Damage, den ich dann bekommen würde und dem Siedewasser, würde er mich rausnehmen können. Er ist jetzt aber in Zapdos gegangen, was ich eigentlich gar nicht schlecht fand. Fand ich sehr geil. Ich habe gedacht, geil, jetzt kannst du eigentlich safe spielen und gucken, was passiert und gehst auf Naturzone, um erstmal auf 50% das Ding runter zu prökeln. Problem ist, er ist auf den Protect gegangen und das habe ich eigentlich, oder das hat mir eigentlich gezeigt, dass er wahrscheinlich ein defensives Zapdos spielt. Er geht hier jetzt für ein Toxie. Mein Naturzone misst, was mich sehr, sehr verwundert hat in dem Moment, dass das überhaupt missen kann. Wusste ich gar nicht, war ich echt entsetzt drüber. Ja, und jetzt an dieser Stelle war für mich das Match eigentlich, wo ich gedacht habe, ja, jetzt wird es kritisch, er wird protecten, Toxin, protecten, ja, vielleicht dann mal einen Hit fressen lassen von mir. Dann hat er wahrscheinlich auch noch Ruheort im Set und das oder den einzigsten Angriffsmove, den er dann wahrscheinlich haben wird, habe ich mir gedacht, wird dann Donnerblitz sein. Und ohne es vorwegzunehmen, was ihr sowieso jetzt gleich sehen werdet, es ist genau dieses Set. Das heißt, er spielt ein defensives Zapdos, Ruheort, Toxin und auch Donnerblitz, um wirklich komplett bulky zu sein mit dem Ding, fand ich an dieser Stelle nicht so nice, weil jetzt komme ich definitiv nicht mehr an Zapdos vorbei. Hätte ich ein spezielles Kaburiki gespielt, mit Donnerblitz, ja, etc., muss ich ganz ehrlich zugeben, wäre das okay gewesen. Problem an dieser Stelle wäre aber auch, ich glaube, ich wäre nicht so richtig an Turtok vorbeigekommen. Wäre vielleicht der bessere Play gewesen, weil ich keinen Rückstoß-Damage von Stromstoß und so bekommen hätte. Aber naja, ich gehe weiter auf Naturzorn, weil ich das Ding einfach andamagen will. Er versucht natürlich ein bisschen auf Safe zu spielen, macht Ruheort die ganze Zeit. Für mich war das Ding eigentlich jetzt durch, weil ich komme nicht an Zapdos vorbei. Ich komme da nicht dran vorbei und das war für mich auch jetzt in dem Moment auch der Lose. Ja, weil ich nicht an dem Ding vorbeikomme. Er kann jetzt halt wieder auf Protect gehen. Er kann auf den Donnerblitz gehen. Er kann alles machen. Er kann mich einfach ausstollen. Und das war sehr, sehr schade. Und jetzt ist die Sache, das ist das, was ich meinte. Hätte ich mein Glurak nicht geopfert gegen Rabigator und wäre da safe auf Solarstrahl gegangen und hätte dann auch die Wall gewonnen wahrscheinlich. Ja, weil das war irgendwie 80% oder so. Dann wäre so gewesen, dass ich jetzt immer noch einen Glurak gehabt hätte und hätte mit einem Flammenwurf auf jeden Fall dieses Zapdos rausnehmen können.
Ja, und hätte damit auch nicht diese Probleme gehabt. Natürlich hätte ich einen Donnerblitz gekriegt, aber ganz ehrlich, zappt das Ding keine zwei Hits von einem Flammen oder von einem Glurak in der Sonne. Und wenn ich gestorben wäre, was auch okay gewesen wäre, mit Glurak schon nach dem Donnerblitz, hätte ich immer noch ein Kaporiki gehabt, was dann im Prinzip mit Stromstoß angegriffen hätte. Und er hätte nur noch Turtok vor mir gehabt, was ich dann auch mit Stromstoß rausgenommen hätte. Und so hätten wir dann dieses Match auf jeden Fall safe gewonnen. Aber nein, wir haben leider, wie gesagt, da so ein paar kleine dumme Plays gehabt. War nicht so geil. Vermiculo hat mich echt überrascht an dieser Stelle, muss ich sagen. Fand ich sehr cool. Finde ich doch gar nicht so schlecht, das Ding. Ich habe ja schon im Teambuildings-Video geschrieben, schreibt mir mal ein paar Movesets, Ideen und sowas rein zu Demons. Ich bin von dem echt überrascht, weil es hat gute Arbeit gelassen, hat ein bisschen Work gemacht, ist sogar echt schnell, was mich mega gewundert hatte, ja. Und wir müssen mal gucken, ob wir dann im nächsten Spieltag da ein bisschen was reißen können. Im Spieltag 15 müssen wir dann auf jeden Fall gegen den lieben Time müssen wir daran, wenn ich richtig liege. Wird auf jeden Fall krass. Freue mich drauf. Also freue mich riesig drauf. Wird cool. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Schaut bei den anderen Teilnehmern vorbei. Schaut mal die Sicht auch von Drakes Seite am besten. Ja. Würde mich interessieren, was er dazu sagt. Ich mache es auf jeden Fall nachher auch. Würde mich riesig freuen. Lasst einen Kommentar bei dem Boy da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Battle wieder. Das wird wieder Mittwoch kommen. Ich werde auch Samstag jetzt auch noch ein Battle hochladen. Das wird aber gegen Abonnenten sein. Deswegen, wenn ihr auch mal gegen mich kämpfen wollt oder was ähnliches machen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns. Bis nächstes Mal. Ciao. Dankeschön fürs Zusehen. Und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, könnt ihr kostenlos abonnieren. Das könnt ihr oben links machen. Wenn ihr weitere Videos von mir sucht, könnt ihr die auf der rechten Seite finden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.